Unser erster Genusshinweis an den Kunden. Hauen Sie sich ein paar Pfannen in die Eier und lassen Sie es sich schmecken. Kein Intro, let's go. Kann man den Monitor diese Frage beantworten? Ja, man kann. Manu, hab's gerade versucht, konnte den Monitor sehr gut können. Könnte aber besser können. Viel Erfolg, Sie können das. Also wir haben es in meiner ganzen Familie versucht. Und wir konnten alle, bis auf die Kinder, meine Frau und mich. Alle meine Vorredner kann ich nur Irreführung vorwerfen. Denn man kann nur, wenn man auch wirklich will. Ansonsten kann man nicht. Können, hätten, wird schon gedurft, aber wollen haben wir uns nicht getraut. Mavic XM321 Folge Enduro. Wie breit? Ich hatte an Pfingsten ca. 3 Promille. Hab bis gestern Mittag gebraucht, um klarzukommen. Echt hart. Und wie voll bist du gerade, dass du keine kompletten Sätze schreiben kannst? Oder sogar eben selbst googelst? Hollywood-Schaukel. Ist das Handy noch zu haben? Nein. Voila, unsere Kultur geht voll am Arsch. Voila, Krise. Suche Leute zum Tätowieren. Tätowiere gut und günstig in Bochum. Vielleicht wollte er das genauso haben. Das könnte ein Meister-Tattoo sein. Tattooin. Wie viele wollen sich für die Kommode? Suche die schon lange? Das ist eine Suchanzeige. Ja, ich suche und will kaufen. Deine. Danke. Was letzter Preis? Ich suche! Du suchst Käufer? Ich suche Kommode. In Ikea gibt's Kommode. Dann geh doch selbst dahin. Warum? Bemerkung zur Bestellung schreiben. Bitte extra viel Champignons. Ich zahle auch drauf. Bitte richtig übertreiben. Champignon sein Mutter. Nicht nur die Mutter, das ist die ganze fucking Familie. Ist die Mutter, das ist der Vater. Das sind die Großeltern, sind mit dabei und die Kids. Wer ist eigentlich, kann mir mal einer sagen, sorry, ich als Boomer weiß das nicht, ich war nicht dabei. Wer hat mit diesem Scheiß seine Mutter angefangen? Aber irgendein Dude hat damit angefangen, ich war nicht dabei. Meine Mutter. Unser erster Genusshinweis an den Kunden. Hauen Sie sich ein paar Pfannen in die Eier und lassen Sie es sich schmecken. Ist sowas daran lustig? Einfach ein blöder Hinweis. Okay, du kannst ja auch kochen, aber dann hab... Ihm ging's noch so. Ohne Scheiß. Vielleicht der Einzige, der so eine lange Leitung hat. Erlebe jetzt Kaya live in deiner Stadt. Ticket Link in der Beschreibung. Hinweis, der Automat ist neu. Er ist aber noch nicht benutzbar, da einige technische Details fehlen. Bitte vorerst die Getränke während... der Pausen in der Mensa kaufen. Zu beachten ist, dass die Mensa derzeit geschlossen ist. Also Lieferung Essen, Lieferung alle 5 Sterne. Porno, ich nehme so Salami mit frischer Paprika und dann kommt nur grüne Paprika, denke ich mir so, nee. Mann, was, nee, das L. Und dann, wie geil, Junge, der weiß, was abgeht. Tschüss. Verkaufe Temomix, altes Modell. Ist ein Versuch wert, oder? Leute, so sahen die Dinger früher aus. Guten Tag, wenn die Wohnung noch da ist, werden wir heute einziehen. Wir sind 2 Erwachsene und 5 Kinder. Bitte sagen Sie mir, wann und wo Schlüsselübergabe ist. Mit freundlichen Grüßen. 35 Quadratmeter sind vielleicht etwas klein für 7 Personen. Das ist eine Einraumwohnung. Das ist nicht Ihr Problem. Ich war die Erste, die sich gemeldet hat. Das Angebot ist verbindlich. Bitte sagen Sie mir, wann ich den Schlüssel abholen kann. Sie suchen besser weiter. Schönen Tag noch. Pass mal gut auf jetzt, du Bonzenkopf. Ich suche seit 4 Monaten eine Wohnung. Und ich war die Erste, die sich auf die Anzeige gemeldet hat. Wenn du mir diese Wohnung nicht gibst, dann bekommt sie auch kein anderer. Ich finde jetzt Bonzenkopf keine Beleidigung. Wenn einer mir sagen würde, du Bonzenkopf, sagen. Ja, stimmt. Rosen sind rot, meine Mutter hat viel Fantasie, deshalb hängt bei uns zu Hause The Guardian of the Galaxy. Geh früher Schrank. Manche gehen später, manche gehen früher Schrank. Der Schrank kommt immer zu früh, deswegen ich will nichts mehr, ich bitte dich. Gitarrist gesucht, hallo, ich möchte abholen. Haben Sie verstanden, worum es in dieser Anzeige geht? Nein.
Ich suche mein geklautes Fahrrad. Es ist orange von Fuchs. Bin auch nicht böse, wenn der Dieb sich meldet. Auf dem Bild, bitte oben, ist ein ungefähres Skizze von meinem Fahrrad. Hallo, bist du da? Hallo, ja, hier bin ich. Wie tief kannst du sinken? Ja, ich habe mal meine Ex zu ihrem neuen Lover gefahren, weil ich dachte, zwischen uns könnte vielleicht noch was laufen. Und ihr dann viel Spaß gewünscht. Ich fahre in den Urlaub und überlege, wo ich die Sachen reinpacke. Ein Glück habe ich noch. Jack, Wolf, seinen Rucksack. Rosen sind rot, die meisten denken, Gott wäre ein Mann. Mir ist das egal, denn ich bete 12 Pflanzentöpfern. Rosen sind rot, meine Produktivität ist eine Illusion, denn eigentlich bin ich nur ein Lauch mit Schlaffunktion. Gratisversand Samsung A51. 80 Euro würde ich kaufen. Diese Nachricht konnte nicht zugestellt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Anfrage keine Sonderzeichen oder Satzfragmente enthält. Ihr Willhaben-Team. Diese Nachricht konnte nicht zugestellt werden. Bitte achten Sie darauf, dass du keine Anfrage und kein Sonderzeichen wie deine Mutter verwendest. Ihr Willhaben-Team. Anzeige ist... Internet komplett zu verkaufen. 300. Nein, 370. Wir kürzen es hier mal ab. Ich habe schon zwei Interessenten, einer für 550. Mit Versand ins Ausland, einer für 520. Jetzt kannst du überlegen, welche Zahl du als nächstes schreibst. Good luck. Thank you. Samsung Smart TV, 46 Zoll, UE42H. Hi Tobi, wäre es möglich, für 100 Euro den Fernseher zu bekommen? Hallo, es ist mir dann doch deutlich zu wenig. Tut mir leid. Und jetzt, Tobi? Und Tobi? Nein. 150 Euro, Tobi. Nein. Ein Deal. Jetzt reicht's aber langsam mal. Das Angebot behindert keine Vereinsbasis. Also kein Spielraum. Von meiner Seite gibt es ein Angebot. Wenn das nicht schmeckt, weitersuchen. Okay, wie schmeckt? Hab mal dran gelegt, schmeckt ein wenig staubig. Hä, wie jetzt? Verarschst du mich? Wer hat denn damit angefangen? Hallo, ich bin ein dicker, alter Mann von eher ungepflegter Gesamterscheinung und spiele für Sie auf meiner Blockflöte Songs der beliebten Deutsch-Musik-Unterhaltungsgruppe Die Kassierer. Ein Highlight für Ihre Hochzeitbeerdigung, Betriebsfeier, Familienfeste aller Art. Das ist ja gut. Ich nehme Freigetränke und 500 Euro pro Auftritt, bitte Vorkasse. Ich garantiere Ihnen, dass Ihre lieben Familienmitglieder sich noch lange an meinem Auftritt erinnern werden. Ich nehme auch gerne die Reste vom Buffet mit und wohne nach dem Auftritt noch circa eine Woche in der Garage. Geben Sie sich einen Ruck und engagieren Sie mich. So, ihr habt euch ja gefragt, wo Paul Panzer bleibt. Menschliche Heizung für den kommenden Winter, für einen Euro. Brandheißes Angebot, da Heizung im Winter 2022, 2023 nur noch für Großverdiener verfügbar sein werden, biete ich mich als menschlichen Heizkörper an. Ich glaube, das wird gut. Ist nicht so, dass ich sonderlich heiß wäre, optisch so eine junge Mischung aus Thomas Gottschalk und Robert Habeck. Aber dafür ist mir immer warm. Auch bei minus 10 Grad laufe ich im T-Shirt rum, weil ich einfach so viel Wärme produziere. Und diese Fähigkeit möchte ich nun anbieten. Win-win quasi. Ich komme zu euch nach Hause und wohne in dem Raum, welchen ihr beheizt haben möchtet. Gegen Aufpreis nehme ich euch sogar mal in den Arm oder stehe neben eurem Bett, während ihr schlaft. Je nach Sympathie fasse ich eventuell auch eure kalten Füße an. Kosten, Essen, plus Trinken, plus Netflix-Zugang, Sky und Datsen-Abo wäre wünschenswert, aber sind kein Muss. Die würden mich aber trotzdem noch weiter anheizen. Sichert euch jetzt schon mal die wenigen verfügbaren Plätze für den Winter. Winter is coming. Wohnung in zentrumsnaher Lage. 100 Euro. Jetzt geht's hier weiter. Hallo, biete hier eine wunderschöne Wohnung in zentrumsnaher Lage. Das Objekt wurde frisch renoviert. Imprägnierspray für die Außenwände und brandneuer Isomattenfußboden. Aufgrund der vielen Anfragen senden Sie mir bitte Ihre Schufa-Auskunft, Ihre Geburtsurkunde, Ihre Blutgruppe, Taufurkunde, Facebook-Passwort. Am besten noch eine Stuhlprobe. Zu beachten ist, beim Einzug müsste die vorhandene Küche übernommen werden. Das heißt, der Campinggaskocher und zwei Gaskartuschen. Der Preis dafür würde bei etwa 2000 Euro liegen. Die Kaution beträgt aktuell etwa 18 Kaltmonatsmieten und beträgt 7200 Euro. Haustiere sind nicht erlaubt. Bei Interesse schreiben Sie mir bitte Name, Alter, Realschulabschluss, Ihre Fähigkeit, Satire zu verstehen und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden. NFL-Tickets München, 100 Euro Versand möglich. Ich hoffe, dass allen möchtegern Fans, die uns echten Fans, die Karten wegnehmen, um diese dann überteuert für euch... Oh, ich hasse die Leute auch. Diese Scalper, ne? Scalper heißen die. Für euch sein künftig regelmäßig Spontandurchfall beim Tragen heller Hosen ereilt. Teller und Butter sollen für euch künftig nur noch hart sein und beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Mögen eure Arme auf ewig zu kurz sein, wenn es irgendwo juckt. Herzlichen Dank an alle Geier, die versuchen, durch den Verkauf der NFL-Tickets sich zu bereichern. Es wäre ja okay, wenn man 6 Tickets hat und nur 2 braucht und die anderen 4 so verkauft, dass man selbst kostenlos zum Spiel kommt. Aber das, was hier abläuft, ist ein Armutszeugnis dieser Evolutionsstufe. Es ist nur eine Stufe.
Die ganze Menschheitsgeschichte ist ein Gleiten von Stufe zu Stufe. Momentan sind wir auf einer sehr niedrigen Stufe, darf ich das mal so sagen. Es gibt Fans, die waren seit über fucking 20 Jahren, dass die NFL auf Deutschland kam. Jetzt gehen sie leer aus. Jeden, der sich unverschämt bereichert hat, wünsche ich zwei geborchene Arme, was immer das ist. Wahrscheinlich musst du deinen Arm in so einen Bohnen-Thermomix stecken und dann hast du geborchene Arme. Der Thermomix, den du vorher dir gekauft hast. Oder du kannst auch die Arme in einen Gefrierschrank stecken. Dann hast du auch zwei geborchene Arme. Am besten, du machst den linken Arm in den Thermomix und den rechten in den Gefrierschrank. Dann hast du zwei geborchene Arme.